Alarm, Alarm! Hier bei uns im Studio ist die Hölle los. Wir haben nämlich gerade Ihren neuen Hausalarm getestet. Um Gottes Willen. Also Sie hören schon, das ist sehr, sehr laut. Und wenn der Alarm dann gleich noch losgeht, dann ist es noch viel, viel lauter. Aber sie sollen ja dementsprechend geschützt sein. Und deshalb ist dieser kleine 3-in-1-Hausalarm eine ganz, ganz tolle Sache. Ne? Ja. Also natürlich denkt man gleich, wenn man das Wort Alarmanlage hört, wenn man das Wort Sicherheit hört, an horrende Kosten. Ja. Gleich ein paar tausend Euro, die da fällig werden. Da kommen drei Herrschaften vom Sicherheitsbeauftragten, installieren Kameras, Bewegungsmelder, wie man das aus dem James-Bond-Film kennt. Dabei geht das tatsächlich so unfassbar einfach für ein Mindestmaß an Sicherheit zu sorgen. Gerade wenn man im Erdgeschoss wohnt. Vielleicht auch gerade, wenn ein bisschen älter ist, die Witwen zu Hause oder auch die Mütter von mir aus, wenn der Göttergatte tagsüber im Büro ist, dann möchtest du einfach ein Mindestmaß an Sicherheit haben und nicht gleich ein kleines Vermögen dafür bezahlen. Und genau das haben wir heute im Programm. Das hier ist quasi unsere Alarmanlage und die ist natürlich auch super ausgestattet mit diesem Bewegungsmelder. Das bedeutet, und das haben wir gerade schon gehört, unser Produktverantwortlicher war vorne in der Tür, hat sie ein, zwei Mal auf und zu gemacht. Sofort hat der Bewegungsmelder reagiert und die Tür ist locker 4-5 Meter hier von unserer Zentraleinheit entfernt. Dadurch, dass es aber sicherlich nicht nur einen Bereich in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus gibt, den Sie überwachen möchten, zum Beispiel die Eingangstür oder die Terrassen- oder Balkontür. Sie möchten bestimmt auch noch mal das ein oder andere Fenster zur Straße oder eben zum Garten raus, wo man so schlecht reinschauen kann, absichern. Dafür haben wir dann eben auch noch mal zusätzlich diese beiden Fenster- und Türsicherungen mit dabei. Das heißt, wenn sich in der Zukunft irgendjemand dazu entschließen sollte, bei Ihnen einzubrechen, Ihnen irgendetwas zu klauen oder irgendwas kaputt zu machen, werden Sie rechtzeitig darüber informiert, weil dieser Alarm hier 103 Dezibel laut ist. Und das ist so laut, dass du selbst drei Straßen weiter immer noch aus dem Bett fällst, wenn sich dieses Alarmgerät zuschaltet. Damit Sie natürlich auch jederzeit auch wieder ausschalten können, haben wir eine praktische Fernbedienung mit dabei. Einfach auf Disarm drücken und schon ist die entsprechende Sicherheitsanlage, ist die entsprechende Hausalarmanlage auch schon wieder ausgeschaltet. Oder aber Sie bedienen sich ganz einfach eines Codes. Wenn mehrere Personen beispielsweise im Haushalt sind, vergeben Sie ganz einfach einen 4- oder einen 6-stelligen Code. Den geben Sie dann an die betreffenden Personen weiter, sodass man die Anlage jederzeit scharf oder eben auch ausschalten kann. Das finde ich ein Mindestmaß an Sicherheit für noch nicht mal 30 Euro. Was hat man früher alles an Geld investiert, um dafür einigermaßen Sicherheit zu sorgen? Hier brauchst du noch nicht mal 30 Euro und ich finde das Teil absolut fantastisch, weil der Bewegungsmelder ausgesprochen schnell und vor allen Dingen ausgesprochen präzise auf die Bewegungen in seinem Einzugsbereich reagieren kann. Ist super, ne? Ja. Also Sie sehen, ich habe übrigens Sie ausgemacht, falls du dich wunderst. Scharf schalten, Sie können hier dann auch wieder abschalten und Sie haben die Paniktaste, auch das ist ganz sinnvoll, vielleicht mal, wenn man irgendein komisches Geräusch hört, sich nicht sicher fühlt, dann kann man hier direkt quasi auf den Panikknopf drücken und dann geht die dann dem entsprechend los. Holla, holla, holla. Aus. Disarm. Ja, ist gut, du hast recht und wir haben unsere Ruhe. So, aber ist das nicht praktisch? Schauen Sie mal, man kennt es auch gerade, man sagt immer, und das habe ich vor kurzem, jetzt noch vor ein, zwei Tagen lustigerweise in der Statistik gehört, ungefähr alle 3, 3,5 Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt. Ja. Die meisten natürlich im Schutze der Dunkelheit, aber auch tagsüber. Und spätestens im Frühjahr geht das wieder los, wenn auch mal eine Balkontür, eine Terrassentür offen steht, wegen der Hitze draußen, dann gehen die natürlich auch mal so ganz einfach rein und klauen dir mal eben schnell von mir aus einen Laptop, der auf dem Tisch steht, dein iPad von mir aus oder auch mal dein Handy oder auch deine Armbanduhr, die du einfach hingelegt hast, während du auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schaust, während du im Bett liegst und schläfst oder während du im Badezimmer bist und gerade duschst, du kriegst es noch nicht mal mit. Ja. Über den Bewegungsmelder hat definitiv ein Langfinger keine Chance mehr. Selbst die Katze vom Nachbarn, wenn die sich mal reinschleicht, bevor die jetzt hier an deine Vorräte rangeht, auch die wird definitiv von diesem lauten Ton verscheucht. Das ist an Sicherheit meines Erachtens nicht zu überbieten und dabei so unglaublich einfach, ganz einfach einschalten und dann ist die Maschine scharf. Schneller und einfacher kann es nicht sein. Das ist keine Wissenschaft. Vor allem auch für kleines Geld 28,41 €. Oh Gott, jetzt geht das. Ich habe da dran gefasst. Ich bin in den Bewegungsmelder gekommen. 28,41 € mit der NC9057 und der 569. Ist eine ganz, ganz tolle Sache für kleines Geld. Wir haben es vorrätig. Greifen Sie zu. Dann ist der 3-in-1-Alarm innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen zu Hause.